Morgens 4 Uhr, irgendwo in Niedersachsen. Die 13-jährige Viktoria möchte heute mit ihren Pferden zum Turnier nach Kleinroschaden. Eines von rund 3500 Reitturnieren, die in Deutschland jedes Jahr veranstaltet werden. Weit über 1000 Teilnehmer haben sich bei der diesjährigen Veranstaltung auf der sehr schön gelegenen Reitanlage des Zuchthofes Klatte angemeldet. Es ist das erste Turnier auf einem Außenplatz mit ihrem 5-jährigen Wallach Chapeau. Und alle Beteiligten sind entsprechend aufgeregt, wie sich das junge Reiterpaar dort heute machen wird. Auf Hof Eicheneck leben auch die Sportpferde im Offenstall. Zum Füttern werden sie allerdings in ihre Boxen gesperrt, damit nicht der Schnellste den anderen alles wegfuttert. Das ist so früh morgens dann häufig ein ganz schönes Gewusel. Alles verpackt, fehlt nur noch Happy, denn es geht wieder aufs Turnier. Nach Kleinroschaden, Campi will los. Firsty ist so ein bisschen verschlafen, aber ich denke, der wacht dann auch noch auf. Und Happy kratzt hinten auch schon, weil er unbedingt auf den LKW möchte. Um an einem Turnier teilzunehmen, muss man da natürlich auch erstmal hinkommen. Mit den großen Tieren ist das dann schon mal ein ganz schöner Aufwand. In Kleinroschaden angekommen, ist es dort noch ganz schön düster. Ja, wir sind jetzt angekommen, hier in Kleinroschaden. Wir gucken jetzt schon einmal hier alles an. Wir waren ja letztes Jahr schon mal hier und da war das hier super. Und jetzt machen wir dann gleich Happy fertig und dann geht's los. Und wie man sieht, es ist ganz schön früh. 4 Uhr hat heute der Wecker geklingelt. Also ich muss wirklich sagen, alle, die auf so einem Turnier arbeiten, sei es die fürs Buffet zuständig sind, die Richter, Parcoursbauer und was es alles noch im Hintergrund gibt, also echt Hut ab. Ich glaube, ich brauche das nicht, aber was will man machen? Es ist sehr kalt. Rund 2 Millionen Menschen in Deutschland sind vom Pferdevirus infiziert und reiten selber. Ein fünffaches mehr interessieren sich dafür. Organisiert wird der Reitsport unter anderem in zahlreichen Landessportverbänden, wie beispielsweise hier der Pferdesportverband Weser-Ems. Ist total schön, Vogelgezwitscher, ich hoffe, das hört man. Es sollte eigentlich regnen, es ist trocken, vielen, vielen Dank dafür. Vicky geht schon den Parcours ab, wir sind ganz alleine noch. Und das erste ist das erste Mal jetzt draußen mit viel Platz. Ich glaube, der letzte Versuch, Happy draußen zu reiten, das war mal in Lenzlage. Das hat so gar nicht funktioniert. Von daher bin ich gespannt, was heute ist, weil er muss durch dieses Häuschen gehen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so sein Ding. Chapeau ist draußen relativ kernig, zumindest auf dem Trainingsplatz. Da bin ich auch mega gespannt, was der hier heute macht. Ob das ruhig ist, ob er sich ablenken lässt oder ob alles gut läuft. Und mein Lieblingswort. Ich bin gespannt. Ja, wir machen gerade Happy fertig. Mein Papa ist jetzt auch gekommen. Und dann geht's gleich los. Es geht 45 Minuten später los. Das heißt, wir sind viel zu früh gekommen. Aber das nächste Mal lernen wir draus, am Abend nochmal zu gucken, wann das Turnier dann losgeht. Aber wir machen ihn jetzt ganz entspannt fertig und dann reite ich ab. Happy geht gleich mit den. Ohne günstiges Personal geht hier eben nix. Als allererstes startet Vicky mit Happy Feet. Er ist ein alter Hase, hat aber vor 10 Jahren den Dienst unter Profireitern quittiert und startet heute zum allerersten Mal wieder auf einem Außenplatz. Ob das gut geht, wird sich gleich zeigen. Richtig schön.
Es ist auch richtig kalt, aber es ist noch nicht so viel los. Der Weg hierher mit Happy war natürlich wirklich äußerst spannig, aber mit so ein bisschen Leckerli vorweg geht das alles. Und jetzt akklimatisiert er sich hier erstmal und Vicky reitet ihn warm und dann gucken wir mal, was passiert. Auch die ehemalige Bereiterin von Vickys Pferd Chapeau, der aus dem Stall Ramsburg stammt, ist schon auf dem Weg zur Parcoursbesichtigung. Der Traum vieler junger Mädchen, so einen Beruf zu erlernen und fürs Reiten dann auch noch Geld zu bekommen. Es ist was ganz anderes. Grüne Saison heißt, draußen wird geritten. In der Winterzeit ist es ja meistens Halle, das heißt, der Raum ist begrenzt, häufig auf 20, 40. Hier hat man jetzt unheimlich viel Platz, das heißt, hier kann man mehr galoppieren und das wollen natürlich auch die Richter sehen, sonst ist ja so ein Stilspringen ewig lang, wenn man da in so einem Schneckentempo durchgeht. Und das wirklich erstmal wiederzukriegen nach der Hallensaison in Anführungsstrichelchen, das ist echt so ein Ding. Und dafür nutzen wir jetzt dieses Turnier, um zu gucken, großer Platz, draußen, was machen die Pferde, was macht Happy, was macht Chapeau und vor allem, wie können wir galoppieren. Und dann heißt es ab in die erste Prüfung. Die Atmosphäre auf dem Turnierplatz des Zuchthofes Klatte ähnelt schon sehr der der ganz großen Veranstaltung und zieht auch regelmäßig internationale Reiter an. Für den Nachwuchs ist das natürlich ein ganz besonderes Ereignis, hier einmal echte Turnierluft zu schnuppern. Herzlichen Dank für die Übernahme dieser Prüfung. Einige technische Daten zum Parcours. Die Bahnlänge beträgt 440 Meter. Daraus ergibt sich eine erlaubte Zeit von 56 Sekunden. Es sind 9 Hindernisse. Happy Feet macht weiter hier. 20-jährig Sohn des Heraldik, des Vollblüters mit Victoria Tägen für Menzlage. Victoria reitet hier in einer sogenannten Stilspringprüfung. Hier werden von den Richtern die Leistungen von Pferd und Reiter in einer Wertnote ausgedrückt. Abwürfe, Zeitfehler oder Verweigerungen werden als Strafpunkte von der Grundnote abgezogen. Die Bewertung für Victoria, eine Reiterin, die eigentlich hier sicher den ersten Sprung absolviert hat mit gutem Galopp. Und dann hat man schon gesehen, dass die Reiterin am Sprung doch sehr viel mit dem Oberkörper nach vorne. Die Hand muss auch gar nicht so weit nach vorne. Nur so viel, wie das Pferd an Dehnung braucht. Das ist alles so ein klein bisschen übertrieben, wie die Reiterin das macht. Und hier vorne auf dem Weg zum Sprung Nummer 6 hätte man sich doch gewünscht, dass du das Pferd durchgaloppierst. Schade, ein Abwurf unterwegs, dann ist die Grundnote 7,0 und 6,5.
Also ich bin mehr als zufrieden mit Happy. Ich glaube, so gut hatte ich bis jetzt auch keine Trainingsrunde mit ihm. Der erste Sprung gleich schön vorwärts geritten. Richtig, richtig gut. Und den Rest, den üben wir jetzt auch noch. Aber ich denke mir, lieber zu viel mit der Hand vorgeben als zu wenig. Und ich glaube, das sehen wir alle so, ne? Ja. Vickys Vater allerdings macht sich jetzt wieder aus dem Staub. Einer muss ja arbeiten. Ich bin jetzt eigentlich unterwegs und möchte ganz gerne versuchen, noch einen Richter zu motivieren, vor die Kamera zu kommen. Weil es sind natürlich immer ganz viele Sachen im Hintergrund, was Turniersport angeht, was das Richten angeht. Wie wird man überhaupt Richter? Was muss man machen? Das sind alles so Fragen, die mir eigentlich auf die Seele brennen. Und vor allen Dingen, gibt es denn genug Richter? Ist denn genug Nachwuchs da? Und das ist ja immer etwas, ja, was immer so bei mir im Gehirn im Raum steht. Weil es ist ja eigentlich eine tolle Sache, wenn man wirklich auf dem Richterwagen sitzt, hat man die Möglichkeit, durch gutes Richten etwas zu verändern. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da bin ich gespannt, was ich da für Antworten kriege. Ob ich überhaupt jemanden vor die Kamera kriege oder ob sie alle abbauen. Mal schauen. Hier in Klein-Rochan treffen sich die wichtigsten Leute. Alle haben schon gefragt, wann kommt Svenja mal wieder in den Film? Da ist sie! hab ich nicht mit gerechnet, dass du hier bist. Aber ihr seid selber am Start, ne? Genau. Glaube ich. Ja. Und schon voll das veränderte Bild, wer Fidorka und Jule aus Ganderkesee denkt, sieht, sich daran erinnert. Und ich habe da so gestanden. Und das war ja jetzt richtig ruhig. Ja. Toll. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Ah, Jule hat immer im Winter hart dran gearbeitet. Ich hatte ja Fidorka noch einmal mit da beim Turnier in Löning, glaube ich. Löning, ne? War es, genau. Und dann hat sie gesagt, ah, nee, bevor Svenja mir das Pferd noch ganz wegnimmt und immer mitnehmen will, dann übe ich ein bisschen Dressur und wir haben Trainerin einmal noch gewechselt. Jule reitet noch mal woanders Unterricht. Ja, und die hat die richtigen Schrauben jetzt angezogen. Sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Finde ich ganz krass, weil ich glaube, ganz viele denken, sie trainiert bei dir. So wie sie bei mir immer sagen, ach, die Vicky trainiert bei mir. Das ist für die immer so ganz komisch, dass man denn woanders hingeht. Ja, finde ich ganz krass. Ja. Hast du Vicky heute Morgen gesehen? Wir auf dem Hinweg haben wir sie live bei Raimondo gesehen. Okay. Wir haben praktisch die erste Runde im Auto angeguckt. Ja. Und die zweite Runde haben wir live verfolgt. Ja. Ja. Sehr gut. Ganz also, krass. Ja. Bin sehr zufrieden damit, was ihr macht. Ihr seid ja kurz und heimlich zum anderen Trainer rübergeschwippt, aber da komme ich mit zurecht. Ich glaube, ihr kommt bald wieder und. Ihr wolltet nicht zu uns ziehen. Wir haben jetzt extra zum RC Hude gewechselt, damit wir wieder richtig schön trainieren können. Aber Svenja und Yvonne wollen nicht zu uns ziehen. Nee. Es ist einfach nicht machbar. Nein, es ist ja auch immer so. Ne? Es sind 2 Stunden Fahrt. Und das dann wirklich jede Woche vielleicht mal hinzukriegen, ist schwierig. Schwierig, ja. Bei euch sowie auch bei uns. Ja. Ne? Das ist ja ganz einfach so. Und da ist es wirklich, ich hätte auch nicht gedacht, dass man die Qualität des Unterrichts kriegt. Und die kennen das Pferd, dann ist es auch wieder was anderes. Ja. Und jetzt, wo wir im RC Hude sind, ihr habt ja auch Mannschaften und sowas. Ne? Wie läuft denn so ein Mannschaftstraining ab? Muss man da sich immer fürs Springen regelmäßig treffen? Oder Nein. ist das nur bei der Dressur so? Da sagst du was, Mannschaft. Wir haben in Höfen, uns fehlt eigentlich noch ein Reiter. Ach so, mir jetzt gerade ein. Okay. Vielleicht habt ihr Lust mit einem Pferd, das sind 2 Sterne-Arschsprung. Ja. Und uns, wie gesagt, uns fehlt ja ein Reiter noch. Wir haben 3 Stück zusammen. Und okay. Mannschaftssport ist generell nicht ganz so einfach, die Leute zusammenzukriegen. Es wird immer mehr, dass die Leute so Einzelkämpfer sind. Wir haben in Hude eine sehr gute Dressurmannschaft, die sich aber auch jedes Jahr wieder neu finden muss. Und ihr wart in Raststede, glaube ich, letztes Raststede Jahr. Genau, Raststede waren ne? wir. In Nähten haben welche gewonnen. Also hat die Dressurkür, hat der RC Hude gewonnen. Raststede sind wir dieses Jahr auch. Ja. Aber so Mannschaftssport ist schon schwierig, da Leute zusammenzukriegen. Und ich habe gedacht, im Springen ist es einfacher, weil die ja praktisch nur die Prüfung reiten müssen und man das Training zusammen nicht so hat. Aber auch das nicht? Auch da ist es Woran schwierig. Woran liegt das? Ja. Weil Dressur kann ich mir vorstellen. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ey komm, wir wären aktiv im Dressursport,
wenn man sich denn wirklich einmal die Woche trifft und 2 Stunden Fahrt hat, ja. 2 Stunden zurück hat, ja. Das ist ja schon fast unmöglich. Aber im Springen? Ja. Naja, für euch ist das jetzt schwieriger, dadurch, dass ihr ja jetzt im Erzihude seid und von weiter ja. wegkommt. Die anderen sind ja generell ja, ja. meistens eher in der Umgebung. Ja, aber... Und Springen? Das ist eher alles so zum okay. Einzelsport, ne? Ja. Also so... Also Vicky würde das bestimmt gerne machen. Und A2 Sterne hat sie jetzt auch gemacht. Genau. Und dann muss man nur das sicherere Pferd nehmen. Das ist dann wahrscheinlich Chapeau. Ja, das ist, wir müssen mal gucken, was die Zeitabteilung ja. so sagt, wann ja. das ist in Hilfen. Ihr habt da ja auch noch ein paar Prüfungen, dass das nicht zu viel ist nachher. Ja. Aber generell sind ja, wir froh, wenn wir dann noch jemanden haben. Und Mannschaftsspringen werden so oft auch gar nicht angeboten, sondern ja. eher so diese Dressuren. Ja. Okay. Ja, perfekt. Und dann sehe ich das Pferd ja auch mal richtig live so, ne? Das wäre total einfach, wenn du einfach die liebe Yvonne einpackst und ihr mal einfach euch einen schönen Tag macht. Ihr könnt ja auch die Pferde mitbringen. Yvonne ist da zum Beispiel live im Hintergrund. Hallo? Hat so viel zu tun, dass sie keine Zeit mehr hat. Das ist tatsächlich so. Ne? Und dann schmeißt man einfach den Grill an, reitet ein bisschen. Ihr könnt durchs Wasser reiten, ja. Sonstiges machen. Noch ist das Wasser da. Und schon seht ihr den Chapeau live. Ja, nein, müssen wir mal machen. Aber ihr wisst ja, eure Wochenenden sind ja auch so mittlerweile. Alles prall gefüllt. Und ja. wie gesagt, es ist nicht um die Ecke. Ich denke, zum Sommer hin, wenn das Wetter wirklich gut ist, ist es alles einfacher. Wenn es entspannter, dann... Ja. Also wie gesagt, ja. ich verfolge das immer auch von zu Hause alles mit und kriege alles mit. Ihr Trainerwechsel mitgekriegt, die ganzen Schleifen, ich kriege alles mit. Alles? Also, ja, ja. Nicht, dass du denkst, also, dass du hier irgendwas hinterm Rücken machen kannst. Nein. Nein. Haben wir auch gar nicht vor. Nein, perfekt, super. So und was wir auch mitgekriegt haben, ist, dass die Heike ganz, ganz zufrieden ist mit ihrer Funkelblitz, ja. die bei euch war. Genau. Ne, nachdem, und das finde ich auch richtig ja, schön. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Ich hoffe, dass wir da irgendwann auch noch mal einen Film hinkriegen. Ja, sie hat mir ein kleines ja, Video genau, geschickt. Genau, und sie trainiert jetzt noch ein bisschen. Dass sie auch gut auf dem Pferd sitzt, wenn Kamerateam da ist und ja. entspannt ist. Das ist ihre größte Sorge und dann machen wir da auf jeden Fall nochmal was. Ne? Also Funkelblitz gibt es ja auch, ne? Und die war bei Svenja und Yvonne im Training und läuft wieder, kann man sagen. Super, oder? Ja. Ganz, ganz sehr schön. Gut. Ja. Prima, so soll es sein. Super, gut. Ich drücke noch die Daumen. Danke. Wirklich super. Ich bin ganz gespannt, wie Chapeau das macht. Erstes Turnier draußen. Das ist für uns hier der Test. Und dann geht es hoffentlich in die Qualifikationsprüfung bei den nächsten Turnieren für Raststädte vielleicht. Das wäre die Traumvorstellung. Oder für das ULB-Finale. Mal gucken. Nun startet Victoria zum 2. Mal in derselben Prüfung. Nun jedoch mit dem 5-jährigen Chapeau, den sie erst seit einigen Wochen hat. So richtig kennen tun sich die beiden noch nicht. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Etwa 600.000 Haushalte in Deutschland besitzen ein oder mehrere Pferde. Und es wird geschätzt, dass rund 1,25 Millionen dieser edlen Vierbeiner in privater Hand leben. Ein nicht unerheblicher Teil davon wie hier im schönen Niedersachsen. Um wie früher von A nach B zu kommen, nutzt heute kaum noch jemand sein Pferd. Die Zeiten haben sich eben geändert. Früher hat das Pferd für den Menschen gearbeitet und heute arbeiten viele Menschen nur noch für ihr Pferd. Nicht nur die Anschaffung ist in den letzten Jahren extrem teuer geworden, sondern auch der Unterhalt ist nicht selten mit einer Wohnungsmiete gleichzustellen. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, wer mit Pferden ein kleines Vermögen machen möchte, der sollte vorher ein großes gehabt haben. Chapeau Förster, DB, 5 Jahre alt, mit Victoria Telgen für Menschlage.
Ja, Victoria haben wir jetzt das zweite Mal gesehen, hier mit einem jungen Pferd. Hier haben wir phasenweise auch schon feines Reiten gesehen, aber am Sprung, das muss die Reiterin, wir haben es eben schon angesprochen, viel zu doll mit der Hand nach vorne. Und natürlich hier anzusprechen auch der Außengalopp hier zu Sprung Nummer 6, 7,3 Liter Druck. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich versuche einen Richter vor die Kamera zu kriegen, einen mutigen Richter. Und ich glaube, ich habe mich selber übertroffen, weil ich habe nicht nur einen mutigen gekriegt, sondern ich glaube noch einen ganz kompetenten. Sie sind jetzt nicht nur in Anführungsstrichen als Richter tätig, sondern sind auch Vorstand im PSVWE. Ist das jawohl, richtig? Das ist richtig. Jetzt haben wir ganz viele Zuschauer, die haben gar nichts mit Turniersport zu tun, haben vielleicht sogar noch nicht mal ein Pferd oder so. Was ist denn PSVWE? Ja, das ist der Pferdesportverband Weser-Ems. Das ist alles so gegliedert, die gesamte FN, also die Föderation Nationale in Deutschland, ist dann aufgegliedert in verschiedene Landeskommissionen. Und da ist der PSVWE einer davon. Okay. Für unseren Bereich halt zuständig für und die Reiterei. Was Sie sind jetzt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, für die Ausbildung von Turnierfachleuten oder wie nennt man das, ja, zuständig? Also das nennt sich Fachausschuss für Ausbildung und okay, da bin ich der Sprecher. Und ja, insbesondere für die Ausbildung der Turnierfachleute ist unser Ausschuss, ja, also ich, zuständig. Und was sind Turnierfachleute? Das sind Richter, Parcoursbauer oder welche Begriffe fallen da rein? Ja, bitte? Das ist richtig. Also einmal die Richter fallen da rein unter Turnierfachleuten. Natürlich auch die Parcoursaufbauer, also Parcourschefs. Ja. Wir versuchen ja im Rahmen der Trainer-C-Ausbildung schon mal ja, die Augen aufzuhalten, ja, ob da geeignete wären, die wir dann vielleicht irgendwann rekrutieren können. Also auch bei uns brauchen wir den Nachwuchs. Ja. Es finden ja doch relativ viele Veranstaltungen statt und die müssen alle mit, ja, den nötigen Richtern versorgt werden. Mal, wer ist denn geeignet? Also wie sind denn so die Kriterien? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Richterin werden wollte, was müsste ich denn dann tun? Ich bin Vollzeit berufstätig, lässt sich das kombinieren oder ist das immer Blockunterricht, wie andere Ausbildungen auch, wo man sich Urlaub nehmen muss, 3 Wochen weg ist und dann wieder? Oder wie läuft das ab? Also die Grundvoraussetzungen wären zum Beispiel, dass man den Trainer C reiten, ja, macht, wo man eben auch selber, sagen wir, ganz ordentlich reiten muss. Dann kann das kombiniert werden mit Erfolgen auf Turnieren oder das silberne Reitabzeichen. Das kann man dann in der APO, in der Ausbildungsprüfungsordnung, nachlesen, welche Voraussetzungen man dafür braucht. Ja, und wenn man sich dann entschieden hat, sowas zu machen, dann gibt es in jeder Landeskommission, also auch bei uns, einen sogenannten Eingangstest, wo die dann schon mal in der Dressur und im Springen Reiter und Pferde beurteilen müssen. Also wirklich in der Praxis? Sie in der Praxis schon, reiten? Ja. Okay. Ja, ja. Und dann werden die zugelassen oder auch nicht. Okay, ist das schon vorgekommen? Dass ja, man, doch. Ehrlich jetzt? Doch, doch. Oh, ist ja Wahnsinn. Also man wirkt dann schon darauf hin, wenn man merkt, das ist, ja, vielleicht doch nicht das Richtige. Ja. Also man muss nicht nur kompetent sein, dass man weiß, wovon man spricht, sondern das ganze Auftreten und sowas, ja, muss schon dementsprechend sein, wenn man dann, ja, auf die Reiter losgelassen, okay, wird. Und wie lange dauert sowas? Also wenn ich jetzt mein silbernes Abzeichen habe, dann habe ich den Eignungstest bestanden. Ja, den Aufnahmetest bestanden. Dann wird man Nachwuchsrichter. Okay. So, und dann kommt man also auf die Nachwuchsrichterliste. Dann muss man eine festgesetzte Zahl von Turnieren besuchen. Ja, man muss sogenannte Testate sammeln. Das dauert also mindestens ein Jahr, ja, und höchstens 3 Jahre. Das ist aber nicht fortlaufend jetzt ein Jahr am Stück. Also es ist jetzt keine Schule in dem Sinn, sondern man sammelt das auf den Turnieren, wo man, ich würde es jetzt mal sagen, als Assistent oder, ja, so arbeitet. Genau, ja. Kann man das so formulieren? Zum Beispiel in einer Richtergruppe sitzen 2, ja, hauptamtliche Richter und dann kommt der Nachwuchsrichter, okay, dazu und lernt. Nicht sowieso schöner, wenn man, sage ich mal, so Richter hat. Also jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich persönlich, wenn ich jetzt Richter habe, die das ist ja dann wirklich ihr Hobby, ihre Freizeitgestaltung, als aus Spaß an der Freude. Ja, also ich sage immer so, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann würde, ja, ich es auch nicht mehr tun, denn dann, ja, ist man auch nicht mehr gut.
es muss schon, schon Spaß machen. Natürlich kann man mal, wenn es in Strömen regnet und dann ist es natürlich nicht so schön, als wenn die Sonne scheint, so wie jetzt vielleicht. Aber ansonsten, ja, das muss schon eine Leidenschaft sein. Und ist das denn so, wenn man jetzt Richter wird, wenn ich jetzt Richter wäre, muss ich beide Sachen machen oder bin ich nur Richter für Dressur oder nur Richter für Springen? Ja, also das ist im Moment so, wie in der APO festgelegt, man macht die Grundprüfung für Dressur und Springen bis zur Klasse L. Und danach geht es dann weiter, kommt Basis- und Aufbauprüfung und dann kann man sich spezialisieren. Der eine macht vielleicht auch beides, aber dann geht das weiter, Dressur, Springen, M. Dann S und dann die große Prüfung, also bis Springen S4 Sterne und GP, Grand Prix, Dressur. Das sind dann allerdings Leute für die höchste Stufe, die werden berufen vom jeweiligen Landeskommission. Da kann man sich jetzt nicht eigen bewerben, ich will es machen, sondern da sind schon ausgesuchte Leute. Also so Leute. Aachen und Hamburger Derby, das zählt zu den Veranstaltungen, wenn ich es jetzt mal von der Logik betrachte, wo die Berufenen sitzen? Ja, oder ist kann man durchaus sagen. Also Aachen und Hamburg, das sind ja internationale Veranstaltungen. Ja. Das ist dann nochmal wieder eine Stufe höher. Da kann man sich auch nicht selber bewerben. Ja. Dann wird man von der FN vorgeschlagen. Da hat man auch ja wirklich dann eine hohe Verantwortung. Es geht ja auch um richtig Geld. Ja, das stimmt. Und da kann man dann auch vielleicht nicht jeden hinsetzen. Ja. Jetzt ist es ja, also ich kriege das ja immer so mit, unsere Tochter reitet ja hier auch und dann heißt es ja immer, der Erste ist immer zufrieden und die Nächsten, die sind genau, die haben immer irgendwas zu motzen und das heißt ja dann immer, entweder ist Pferd schlecht oder Richter ist schlecht oder Sonstiges. Jeder Reiter, der sich der Prüfung stellt, hat Anspruch auf einen Kommentar, dass der Reiter weiß, da habe ich, das habe ich gut gemacht, da habe ich Defizite und deswegen habe ich die und die Note gekriegt. Ja. Dass der da nicht immer mit einverstanden ist. Und gerade auch häufig Eltern, will ich mal sagen, die sehen ihre Kinder dann doch noch viel besser. Und oh, das ist jetzt nur eine 6 oder eine 5 geworden. Nehme ich mich nicht raus. Ist wahrscheinlich immer so. Das muss man als Richter, also als Turnierfachmann können. Man muss das beurteilen können und das vor allen Dingen auch begründen können. Warum hat man das gegeben? Ja. Wir sind auch nur Menschen, das ist ja alles subjektiv. Ja. Man hat sich vielleicht auch schon mal versehen, dass man den einen zu hoch gekriegt hat oder den anderen zu niedrig. Aber wie gesagt, man muss schon begründen, warum habe ich es getan. Ja. Also gestern waren das ja auch, ich weiß, im A-Stilspring, da waren es, glaube ich, über 70 Starter. Da irgendwie den über 80, da den Überblick zu erhalten. Ist schon ein Stück weit Erfahrung, die man dann auch haben muss. Sind Sie denn mehr auf Springen oder mehr auf Dressur oder richten Sie alles? Ja, also ich bin eigentlich mehr Springen. Also international bin ich auch Level 3 Springen. Die Hallenturniere wie Dortmund, Oldenburg, Leipzig. Ja, und dann bin ich im Ausland in Polen gewesen, in Frankreich, in Belgien. Das ist natürlich auch ein Stück weit interessant. Ja. Also wenn Sie jetzt Ihren Beruf schmackhaft machen wollten für den Nachwuchs, würden Sie dafür Worte finden oder soll ich die Frage lieber zurückziehen? Nein, also es ist vielleicht auch eine Berufung. Man muss es also mögen. Gerade wie Sie sagten, wenn man dann tatsächlich vielleicht auch mal über 100 in einem beurteilenden Richtverfahren hat, dann kann das schon mal zäh werden. Ne? Da muss man Sitzfleisch haben und wenn einer so ein bisschen Interesse hat, ich möchte durchaus Werbung machen dafür. Nachwuchs können wir immer gebrauchen. Im Moment sieht es noch so aus, dass wir also, wie ich vorhin sagte, die Grundprüfung Dressur und Springen machen müssen. Ja, bis L, ne? Ja, bis L. Und wir streben jetzt an, dass man, ich will sie mal Spitzensportler nennen, die aber vielleicht teils noch reiten und viel Unterricht geben und eben nicht so viel Zeit haben, dass man solchen Leuten, also die Kriterien sind noch zu benennen, wie hoch man geritten sein muss und was man für Erfolge haben muss. Und diesen Leuten will man dann den Weg etwas erleichtern, dass es vielleicht schneller geht. Die brauchen vielleicht nicht so viele Testate haben. Also die Prüfung selber wird auch knallhart werden. Also das ist klar. Aber da geht es dann auch um eine Spezialisierung. Das heißt, der Springrichter, der
braucht auch nur Springen und der Dressurrichter nur Dressur. Da soll die Reise hingehen, dass wir also den Spitzensportler motivieren. Ja. Dadurch, dass wir ihnen den Einstieg so ein bisschen leichter machen. Und es ist auch schon so, also wir haben es nur ja auch mit dem Profi-Reitsport zu tun. Einer, der da jetzt selber hoch drüber geritten ist, der wird vielleicht auch von dem Profi mehr anerkannt als einer, der es nicht. Obwohl es nicht unbedingt so sein muss, dass derjenige, der vielleicht nicht ganz so hoch geritten ist, dass das der schlechtere Richter ist. Das will ich jetzt absolut nicht sagen. Aber es ist für die Masse, ist es, glaube ich, schon so. Man guckt denn und oh, der hat selber bis so und so geritten und der wird es wissen. Ja, das ist schon so. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch menschlich. Also finde ich total toll. War für mich spannend, weil ganz viele Sachen wusste ich nicht. Und ich glaube auch viele Zuschauer von uns nicht. Und Sie haben jetzt nach 4 Tagen hier nochmal die Muße gehabt, hier vor die Kamera zu treten. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und weiter geht's am nächsten Tag mit Victorias erstem A2-Sterne-Zeitspringen. Eine Leistungsprüfung mit den höchsten Anforderungen, die Vicky mit ihrer derzeitigen Leistungsklasse reiten darf. Dafür hat es sich auch Vickys neuer Springtrainer nicht nehmen lassen, sie auf dem Abreiteplatz ein wenig zu unterstützen. Jörg Stratemeier ist Leiter der Springpferde im international bekannten Stall Ramsbrock, der rund 800 Pferde in Zucht und Ausbildung beherbergt. Chapeau hat er persönlich für Victoria ausgesucht und möchte natürlich auch, dass die beiden zusammen erfolgreich werden. Schönen guten Morgen hier zu Tag 4 hier in Kleinrosschach. Der Wettergott meint es heute hoffentlich etwas besser mit uns. Trocken ist es geblieben. Jetzt brauchen wir bloß noch so ein bisschen die Sonne. Da arbeiten wir noch dran. Hier wollen wir loslegen auf dem Springplatz mit der Prüfung 7.1. Einer Springprüfung der Klasse A, Kategorie 2 Sterne. Hier wird geritten im Preis der KHE Schlosserei GmbH aus S. 41 Teilnehmer in dieser ersten Abteilung. 10 Hindernisse mit 11 Sprüngen haben Werner. Den Auftakt macht die 1310. Chapeau's First Sun DP. Und vom Reiterfahrverein Menschlage Victoria Tegen. Fehlerfreie Runde hier zum Auftakt von Chapeau's First Sun und Victoria Tegen. 67,58, die dazugehörige Zeit. Und die Zeit sollte dann später noch für eine Platzierung auf dem 10. Platz reichen. Ich habe ja heute Morgen schon die Hoffnung gehabt, dass ich einen mutigen Richter vor die Kamera kriege, dass ich jetzt auch noch dich hier dazu bewegen konnte, was zu sagen. Finde ich richtig, richtig toll. Ja, sicher. Wir haben keine Geheimnisse. Ich glaube, seit 4 Tagen seid ihr hier als Richter voll im Einsatz. Ja, genau. Ne? Von früh bis spät habe ich gesehen. Ja,
Es ist natürlich ein Turnier, was immer sehr stark von den Reitern auch angenommen wird, weil eben auch die Top-Bedingungen da sind. Dann wird es natürlich für uns Richter schon mal spät. Gott sei Dank sind wir zu viert, so dass immer einer die Möglichkeit hat, dann auch mal einspringen lang, sich so ein bisschen zu erholen. Das ist auch vielleicht ganz gut. Ich meine, im beobachtenden Richterverfahren geht's. Da kann man das sicherlich so machen. Bloß wenn wir ein bewertendes Richterverfahren haben, wo wir dann 120 in einer Prüfung haben oder so, dann wird das schon mal so ein bisschen zäh. Ne? Okay, also beobachtend heißt Fehlerzeit. Genau. Und beobachten heißt Fehlerzeit, Punkte springen, was auch immer. Okay. Und im bewertenden Richterverfahren sprechen wir dann von einer Stierspringprüfung oder eben einfach einer Jungpferdeprüfung, Basisaufbauprüfung, Springpferde A bis M dann eben. Na gut, da muss man präsenter sein, als wenn eine Stange fällt und eine Zeituhr ist. Ja, am Ende ja, weil am Ende, sage ich mal, ist das Bewertungskriterium im beobachtenden Bewertungsverfahren auch, liegt auch häufig zwischen den Sprüngen. Über dem Sprung hat man häufig, dass man sagt, okay, die sind annähernd gleich gut. Und dann guckt man eben, okay, was ist denn zwischen den Sprüngen passiert? War Rhythmus da? War vielleicht der ein oder andere Außengalopp da? Oder der dann wirklich auch stärker in die Bewertung einfließt? Ne? Was eben beim beobachtenden Richtverfahren am Ende nicht, gar nicht in die Bewertung einfließt. Am Ende muss die Stange oben bleiben. Und das ist unser Job, das dann zu beurteilen. Ne? Worauf guckt man überhaupt? Jetzt hast du schon viel gesagt, dass die den Galopprhythmus halten, dass die im Handgalopp sind, dass die den Springsitz haben. Was wünscht sich denn da ein Richter? Wie soll der denn aussehen? Also wir bewerten, oder gerade bei unseren E- oder Einsteigerprüfungen, wie sie dann ja auch am Ende genannt werden, ist es natürlich so, dass wir beurteilen, ist der Reiter und das Pferd auf dem richtigen Weg in der Ausbildung. So. Mhm. Bei einer Stierspringprüfung ist es natürlich so, dass wir schon mehr auf den Reiter schauen, weil das ist eben das, was wir wollen. Wir wollen ja irgendwo sehen, dass wir dieses gute Reiten, das richtige, reelle Ausbildung, dass wir das irgendwo belohnen. Ja. Und dafür sind diese Stierspringprüfungen natürlich gut. Wir haben immer wieder, oder leider ist es in den vergangenen Jahren, hat sich das so entwickelt, dass man immer so ein leicht verzerrtes Ergebnis kriegt. Und da muss man eben immer auf der Hut sein, weil wir haben immer, immer bessere Pferde. Mhm. Und dann ist es schwierig für uns zu beurteilen, oder schwieriger zu beurteilen, reitet der oder fährt er mit? Ja. Mhm. Ja? Weil am Ende soll ja der beste Reiter, wir wollen ja eine reiterliche Einwirkung bewerten, gefühlvolles Reiten, rhythmisches Reiten, ausbalanciert im Grundsitz, aus einem sicheren Fundament raus agieren. Das sind ja so die Sachen, sage ich mal, die für uns wichtig sind. Mhm. Weil am Ende, ein ganz berühmter Reiter hat es mal gesagt, das stand schon, ich weiß nicht in welcher Vorschrift, ist das Springreiten ein rhythmisches Überwinden von Hindernissen. So, und genau das ist es so. Und das sehen wir auch im ganz großen Sport so. Wenn wir uns unsere guten Reiter in Deutschland angucken, ob es ein Markus Ehning ist, der das in Perfektion verkörpert, oder ob es ein Christian Ahlmann ist, am Ende sind das einfach gute Reiter, weil die immer Rhythmus reiten, vom ersten bis zum letzten Sprung. So ein Markus Ehning, da sieht man kaum eine reiterliche Einwirkung. Mhm. Einen elastischen Sitz, der ist immer im Gleichgewicht, egal was in so einer Arena passiert. Und das ist eben auch am Ende der Garant für erfolgreiches Reiten und auch gutes Reiten. Geradeaus reiten können viele. Wir gucken darauf, wie reitet er jetzt in der Wendung? Verliert er Rhythmus? Ja. Unterstützt er das Pferd? Weil, ich sag mal, vom Grundsatz her, jedes Pferd versucht in der Wendung mal so ein bisschen auszuweichen, langsamer zu werden oder. So, und das ist eben das, was wir beurteilen, das hat der eine vielleicht besser gemacht als der andere. Das sind kleine Nuancen, die entscheiden, wo die Reise hingeht. Was mir aber aufgefallen ist, ist, was quasi, ihr habt jetzt ganz viele Kommentare gegeben. Also ihr habt wirklich ausführliche Kommentare gegeben. Und ihr habt auch nicht nur gesagt, das machst du falsch, so, sondern ihr habt eigentlich immer positiv bestärkt und habt nur gesagt, was ihr euch wünschen würdet. Richtig. Lernt man sowas, wenn man diese Ausbildung macht, oder hat man das? Wenn wir einen Reiter haben, der am Ende im beobachtenden Richtverfahren einen Ritt reflektieren muss, muss das ein Richter sein, der irgendwo auch eine bestimmte Richtererfahrung hat. Mhm. So. Weil wir müssen ganz einfach hingehen und wir müssen uns überlegen, A, müssen wir immer, egal ob wir jetzt im Bereich E sind,
im Bereich A, im Bereich L oder im Bereich M, wo es auch noch ein beurteilendes Richtverfahren gibt. Es gibt auch Stierspringprüfung Klasse M. Wir müssen erst als erstes mal versuchen, in der Sprache zu sprechen, wie es bei uns in den Richtlinien steht. Mhm. Ja, das ist schon mal für viele, viele Menschen ganz schwierig. Ja, aufwendig im Oberkörper und so. Aufwendig im Oberkörper finde ich in den Richtlinien für Reiten und Fahren wieder am Ende. Und der andere sagt, ja, der schmeißt seinen Oberkörper nach vorne. Ja, ja. Das ist aber nicht fachlich das, was wir brauchen. So, und dann muss man sehen, dass man gerade in solchen Einsteigerprüfungen diese Fachsprache, die gefordert ist, so steht es ja auch im Regelwerk. Wir sollen einen fachmännischen Kommentar geben mit den, Inhalten unserer Reitlehre. Okay. Denn es ist natürlich ganz wichtig, dass wir diese Worte auch so verpacken, dass nicht nur der Absender das versteht, sondern auch der Empfänger. Ja. So, das nächste ist, jeder Richter sollte sich auf die Fahne schreiben, an jedem Ritt ist irgendwas Gutes. Und das sollte zum Beispiel immer der Einstieg in diesen Kommentar sein. Viele wollen es gut machen, aber was denn am Ende einen negativen Touch kriegt, wir müssen da keinen Reitunterricht geben. Mhm. Wir müssen signifikant auf die Merkmale, die diesen Ritt geprägt haben, egal ob gut oder schlecht, hinweisen und dem Reiter oder dem Reiter-Pferdpaar das mit nach Hause gehen, dass sie das nächste Mal besser machen können. Manchmal ist ja wirklich, du reitest und dann heißt es 7-3 und dann geht man raus und dann denkt man sich, oder 6-5. Das ist nur meine Meinung, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich bin auch selber mit Veranstalter eines Turniers. Für mich ist das eine Katastrophe, weil A, steht es ganz klar in unserem Regelwerk drin, wie wir als Richter zu verfahren haben in den einzelnen Prüfungen. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten. In beurteilenden Richtverfahren habe ich immer die Möglichkeit eines offenen Kommentars oder eines Protokolls. Für uns ist das einfacher, aber man muss sich am Ende die Frage stellen, was ist denn nachhaltiger? Ja. Wir sehen das auch, wir richten ja auch Dressuren. Wenn wir eine L-Dressur richten, dann schreiben wir, 45 Kommentare für 45 Teilnehmer und 35 können wir nachher in den Mülleimer schmeißen, weil kein Mensch diese Sachen abholt. Ich finde es immer sicher oder besser, dass es öffentlich gemacht wird. Und was ich ganz wichtig finde, dass auch diese Reederei aufhört. Offen, übers Mikro, jeder soll es sehen oder jeder soll es hören. Und dann kann auch der ein oder andere vielleicht nachvollziehen, der vielleicht aus dem Parcours kommt und sagt, das gibt's ja gar nicht, ich habe meine Tochter viel besser gesehen. Ja. Wenn wir dem aber sagen, warum wir das so beurteilt haben, ist es nicht so, dass er seine Meinung ändern muss, aber am Ende kann er vielleicht ein bisschen einen Tacken mehr Verständnis dafür aufbringen und sagt, okay, so steht es vielleicht in irgendeinem Regelwerk drin oder so steht es in Richtlinien drin, das wollen die sehen. Ja. Und ist das ist ganz auch wichtig. Ist auch ein Vorteil für dich jetzt quasi, dass ihr selber eine Reiterfamilie seid, aktiv ja selber auch Turnier und deine Tochter das auch macht? Lernt man da vielleicht auch eher in der Sprache, also das rüberzubringen? Ich habe mich entschlossen, Richter zu werden, da hatte ich noch kein Kind. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt aber, wo meine Tochter geboren ist und selber aktiv reitet, sehe ich vieles mit anderen Augen, was ich vielleicht vorher auch nicht gemacht habe. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, gerade wo wir gerade drüber gesprochen haben, dieser offene Kommentar ist für mich mega wichtig. Ja. Ich würde als Turnierveranstalter auf eine Prüfung verzichten, nur um diesen Kindern das zu ermöglichen. Ja. Genauso wie eine Parcoursbesichtigung zu Pferd in unseren Einsteigerklassen. Das ist meiner Meinung nach unumgänglich. Ja. Und am Ende ist es ja nicht verboten. Ich kann das auch im S machen. Das ist immer am Ende der Veranstalter bestimmt, was getan wird. Ist es denn ein Zeitfaktor, aber ob nun die ganzen zu Fuß da durchgehen oder mit Pferd? Aber da müsste man zwei machen, weil die Letzten, die reiten, die können ja nicht ganz zu Anfang. Das ist es denn wahrscheinlich. Das ist das Hauptaugenmerk. Ne? Immer der Faktor Zeit. Ist immer wieder im Nacken vom Veranstalter. Wenn man sich überlegt, dass wir hier in so einer Springpferdeprüfung über 100 Nennungen haben. So, und das verschlingt natürlich ganz viele Zeit. Wenn man die jetzt in der Springpferdeprüfung alle offen bewerten würde, würde man sicherlich das zeitlich nie unter einen Hut kriegen. Aber dann muss man auch wieder so ein bisschen sein Publikum unter die Lupe nehmen und sagen, okay, was sind denn hier für Leute? Hier reiten Profis. Ja. Den brauche ich jetzt nicht erzählen, dass er locker auf dem Pferd ist, dass der Unterschenkel vielleicht nicht passend liegt oder dass er vielleicht ein bisschen fest in der Hand ist über dem Sprung. Das will der ja gar nicht hören, weil am Ende sagt er zu mir, lass mich in Ruhe, ich muss ein Pferd ausbilden, weil ich muss damit Geld verdienen. Ja. Aber bei diesen Prüfungen, die wir heute zum Beispiel auf diesem Sonntag jetzt haben, ist das unumgänglich und es muss einfach gemacht werden.
Sicherlich ist das bei 60, 70 Stück auch mühsam. Finde ich aber eine ganz tolle Einstellung, weil gerade diese kleinen Anführungsstrichelchen, wir haben auch ein Pferd gehabt, der guckt. Ja. Ist man vorher den Parcours abgegangen mit Besichtigung, war es kein Problem mehr. Ja. Und wir wollen ja auch am Ende, wollen wir nicht zusätzliche Probleme schaffen. Das Publikum, was wir jetzt gerade auch hier haben, hat in Anführungsstrichen Probleme genug. Wir haben ganz tolle Reiter hier gesehen, die gar keine Probleme hatten. Aber die Probleme eines Kindes sind ja viel, viel stärker ausgeprägt. Die sehen was, was das Pony noch gar nicht gesehen hat. Ja. Und das ist schon das größte Problem. So, aber wenn ich da jetzt durchgegangen bin, dann hat das Pony erstmal alles gesehen, ist das Problem schon mal gelöst. Ja. Dann kann ich mich schon mal aufs Reiten konzentrieren. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir eigentlich machen müssen. Und wir müssen einfach dieses gute Reiten müssen wir mehr belohnen. Weil wir entfernen uns da einfach von. Weil es eben auch echt schwierig ist für jemanden, der vielleicht nicht den allerletzten Blick hat, zu sehen, reitet dieses Kind dieses Pferd jetzt oder lenkt die den? Ja. Ja, und das ist einfach eine Sache. Das finde ich aber eine sehr, sehr schöne Einstellung. Das ist, glaube ich, auch das, was zum Beispiel bei uns viele Zuschauer zum Beispiel auch interessiert. Und es ist ja auch so, dass es halt ganz viele Leute gibt, das kriegen wir jetzt ganz viel ab. Wir machen ja Gesundheit und Sport passt für viele gar nicht zusammen. Überhaupt nicht. Und ich sage mir, warum kann ich denn nicht mein Pferd gesund trainieren? Für mich ist ein Turnier quasi eine Trainingsabfrage. Ja. Bin ich auf dem richtigen? Es ist eine Trainingsstunde, die ich sie auch zu Hause mache. Am Ende muss man da ja mal einfach so ein bisschen vielleicht auch in die Historie gehen und sagen, Mensch, wie sind denn überhaupt diese Turniere entstanden? Reitturniere sind ja entstanden, weil ein Verein seinen Mitgliedern die Chance geben wollte, unter Turnierbedingungen ihr Können unter Beweis zu stellen. Das ist der Ursprungsgrundgedanke von irgendwelchen Reitturnieren, die damals mal entstanden sind. Und das ist natürlich schwierig. Wir haben viele, viele Organisationen, die, sage ich mal, denken, dass sie da eingreifen müssen, was vielleicht auch zu einem geringen Anteil auch richtig ist. Bloß am Ende haben wir klassische Reitkunst. Unsere Pferde haben uns seit Menschengedenken immer Dienste geleistet. Die ersten sind in den Krieg gezogen, die zweiten haben geflüchtet. Ja. Jetzt haben wir ein Pferd, was wir zum Reitsport nutzen, als unser Hobby. Wo die Reise hingeht, weiß keiner. Ja. Aber eins ist sicher, der Grundgedanke muss einfach da bleiben. Ich kann das nur aus meinem Heimatverein sagen. Wir haben in der Woche 230 Reitschüler in einem Verein. Das ist natürlich hier regional schon echt viel. Ja. Aber wir machen zum Beispiel zwei Turniere, die wir gar nicht groß ausschreiben, weil wir einfach gesagt haben, okay, jetzt lass uns das doch mal machen zu diesem Grundgedanken zurück. Ja, das sind so WBO-Turniere, die wir in Garrel dann auch veranstalten. Da haben wir auch gesagt, dann lass uns doch mal zurückgehen zu diesem Grundgedanken. Und wir möchten, dass unsere Reitschüler die Möglichkeit haben, die nicht drei Pferde zu Hause haben, die sich das vom Mund absparen müssen, dass sie einmal die Woche reiten können, die sollen doch auch mal Turnier reiten. Die sollen doch mal sehen, wie es ist, wenn man mit einer weißen Reithose und einem Jackett über eine Hürde reitet und am Ende irgendwo eine Fahne angehangen kriegt. Ja. Na, so, und das ist einfach das, was zu wenig gemacht wird. Na, wir machen uns Gedanken darüber, über Caprilli-Tests und über Frisierprüfung und was auch immer, was auch wichtig ist. Weil die Anzahl oder der Einzugsbereich solcher Prüfungen wird immer höher. Ja. Und darin sehen wir auch, dass die Hobbyreiter, die wollen gar nicht mehr zum Turnier. Dieses Turnierreiten geht einfach ins Es ist verringert sich immer wieder. Ja, aber warum? Denn genauso wie wir als Veranstalter uns immer wieder an die Nase fassen müssen. Es gibt in der LPO, in der WBO, gibt es eine Vielzahl an Springprüfungen, die man verschieden gestalten kann. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir ein Punktespringen, ein Fehlerzeitspringen oder ein Stierspringen? Warum das schwebt dir denn davor persönlich? Oder egal, was man macht. Wieso nimmt man nicht auch den Gedanken wieder auf und sagt, Mensch, Reiten kann auch ein Teamsport sein. Warum mache ich kein Mannschaftsspringen? Warum mache ich kein Stafettenspringen? Warum mache ich sowas nicht? Und auch in dieser Prüfung reitet Victoria mit zwei Pferden. Vielleicht kann sie mit Happy die Zeit von Chapeau noch toppen. Kameramannversorgung.
Die 1311 als 37. Starterpaar im Preis der KHI Schlosserei GmbH aus Essen. Happy Feet begrüßen wir 20 Jahre jung, Lisa Wallach und vom Reitefahrverein Menzlage, Victoria Delgen. Victoria Tagen, Happy Feet, strafrundfrei, 70,44, die benötigte Zeit für dieses Paar. Das hat der alte Happy doch super gemacht. Und eine Schleife gibt's dafür auch noch. Der braune Wallach ist als über die Uhr gerittenes Vielseitigkeitspferd vor einigen Jahren ins Training bei Ariane gekommen. Damals war er ohne Begleitung anderer Pferde praktisch unreitbar und wurde von seinem heutigen Besitzer vor dem Schlachter gerettet. Dass er nun mit einem Teenager im Sattel wieder auf einem großen Turnierplatz brav seinen Job macht, grenzt schon fast an ein kleines Wunder. Und als Belohnung gibt's jetzt erstmal für alle Mittagessen. Oh, die Sonne kommt. Also ich bin richtig, richtig zufrieden mit den ganzen Runden. Auch vor allem mit Happy. Ich war einfach nur darauf gestellt, null zu gehen. Und das haben wir auch sehr, sehr gut geschafft. Dafür haben wir ganze 3 Schleifen bekommen. Einmal 2 für Firsty und Happy und gestern ja auch nochmal mit Firsty. Also richtig, richtig gut. Und vor allem mit Firsty habe ich ein gutes Grundtempo gefunden. Und im Laufe des Parcours habe ich auch dann irgendwann gemerkt oder Vertrauen zu ihm gefunden und gemerkt, dass er das alles schon macht, auch wenn es mal nicht ganz passen wird. Und dann habe ich mir einfach nur noch gedacht, jetzt schön vorwärts, helf ihm ein bisschen und gib ihm Schwung mit. Und ja, die 2 Sprünge, die zum Ausgang waren, die waren auch immer ziemlich groß. Einmal die 2 und ich glaube auch noch der letzte Sprung, da hat er ganz schön abgedrückt. Aber ich habe versucht, mit der Hand vorzugehen. Ganz mitgekommen bin ich nicht, aber trotzdem richtig, richtig gut. Und ich bin sehr stolz auf uns. Wenn ich jetzt einen Veranstalter anspreche, dann sage ich, wieso machst du denn kein Mannschaftsspringen eh? Ja, habe ich 30 Mannschaften. Ich sage, ja, dann ist das so. Ist doch prima. Ja, aber das ist ja ganz darum. Ich sage, ja, sei doch froh. Vielleicht sollten wir einfach nur mal einen Mannschaftstag machen. Ja. Ja, ja. Und das ist eben das, was wir einfach nicht können. Und da ist der wirtschaftliche Aspekt im Turniersport sicherlich nicht unerheblich. Ja, aber das alles unter einen Hut zu kriegen, weil am Ende brauchen wir ja auch denjenigen, der auch mit der Pferdezucht oder mit der Reiterei Geld verdienen. Ja, natürlich. Weil sonst können wir unseren Sport gar nicht betreiben, weil es viel zu kostenintensiv auch ist. Also ich weiß nicht, ob ich mir damit jetzt einen Gefallen tue, aber wenn ich es mal ganz ehrlich betrachte, wenn das Pferd uns als Reitpferd oder für die Bodenarbeiter als Bodenarbeitspferd oder irgendwie sowas nicht mehr dient, dann ist es auch gar nicht mehr da. Ja, das ist häufig so, ne? Es gibt nicht mehr oder es gibt immer weniger, die sagen, okay, jetzt habe ich ein Gnadenbrotpferd, dann ist das eben so, da lebe ich mit. Weil wir eben auch eine Verschiebung innerhalb dieses Sports haben. Es geht immer mehr, leider, zu diesen Menschen hin, die sich das leisten können. Mhm.
Wir haben ein Dressurpferd, wir haben ein Springpferd. Früher, was heißt früher? Ich will nicht vom Früher sprechen, das ist Quatsch. Man sollte auch nicht vom Früher sprechen, man sollte in die Zukunft gucken und nicht immer mit der Vergangenheit hadern. Aber hier muss ich ganz klar nochmal sagen, früher hatte man ein Pferd und das musste A springen gehen, das musste L-Dressur gehen oder was auch immer. Ja, ja. Dann konnte ich nicht sagen, heute nehme ich den Braun, morgen nehme ich den Schimmel, übermorgen nehme ich den Falben. Ja, aber heute das brauchst du ja gar nicht mehr in eine E oder reinreiten, der nicht Bewegung hat. Das richtig. Geht gar nicht. Ja, richtig. Weil wir eben nicht mehr diese Reiterei bewerten. Ja. Weil derjenige, der gut reitet mit einem Pferd, was sich, ich will mal sagen, medium bewegt, gar keine Chance hat heute mehr. Und da muss man einfach ran. Ja. Das wäre finde ja ich. Aber Zucht. Wir züchten ja gar keine Endverbraucherpferde mehr. Hm. Jeder Züchter will einen Kracher züchten. Ja. So. Das ist ja auch teuer. Ich meine, von 100 Stück gelingt das 3. Ja. Ne? Aber diese normalen Endverbraucherpferde, die haben wir gar nicht mehr. Nein. Diese normalen braven Diener, die über A und L springen, die gibt es nicht mehr. Wenn du jetzt so auf diese letzten Tage zurückguckst, was sind denn deine Lieblingsprüfungen, die du richtest? Sind das die kleinen Prüfungen, diese Bewertungssachen? Also, weil da gehst du ja, glaube ich, aber auch ja in den Kommentaren auch drin auf. Ja, das stimmt schon. Also das wird so ein bisschen nachgesagt oder wird so ein bisschen gesagt. Das mache ich auch gerne tun, weil ich einfach denke, wenn wir alle nur sagen, okay, das, so eine Prüfung müssen wir machen, das ist die falsche Einstellung. So eine Prüfung muss gelebt werden. Je kleiner die Prüfung ist, je kleiner unser Personal ist oder unser Publikum ist, was da kommt zum Reiten, umso mehr müssen wir das leben. Mhm. Und auch wir als Richter dürfen ruhig mal so ein bisschen Enthusiasmus zeigen. Ja. Finde ich, ist nur meine Meinung. So, und wenn ich einen schönen Ritt sehe, dann freut mich das. Ob das meine Tochter ist oder ob das jemand anders ist, das sei da einfach dahingestellt. Das will ich auch gar nicht beurteilen. Ne. Aber am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, ich für mich persönlich, Richter am liebsten springen Pferdeprüfung, weil ich einfach gut springende, junge Pferde wirklich, das macht mir einfach Spaß, das sehe ich halt einfach gerne. Wir sind hier auf dem Turnier in Kleinrochschaden auf dem Zuchthof Klatte. Hier ist reges Treiben, wir haben super schönes Wetter, also schön ist natürlich relativ im Vergleich zu gestern, ist es heute schön. Gestern hat es viel geregnet und heute ist es wirklich trocken. Vicky hat heute 2 super Starts hingelegt. Gestern im A-Stilspringen war sie noch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Erste Mal großer Platz, ganz neuer Galopp. Viel größer sollte sie ihn reiten. Das ist natürlich vom Gefühl her dann immer ein bisschen schwierig, wenn man von der kleinen Hallensaison kommt. Und das ist wirklich eine ganz große Sache, wenn man das machen will. Dann auch noch mit einem jungen, neuen Pferd. Und heute im A2-Sterne-Springen, ich bin so stolz. Nicht nur auf Vicky und Chapeau, sondern auch auf Vicky und Happy, weil die ist großartig geritten. Wurde auch mit 2 Platzierungen belohnt, finde ich ganz toll. Sogar Trainer Jörg Stratemeier ist gekommen, hat natürlich auch eigene Pferde am Start gehabt und hat gesagt, wow, Vicky, richtig gut geritten, schon mutig, 6 Galoppsprünge von 1 auf 2. Da hat er sich wirklich selber die Augen zugehalten innerlich, aber, sagt er, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Super gut gemacht. Und auch mit Happy ist sie da richtig gut durchgegangen. Eine Prüfung folgt aber noch. Zum Abschluss geht es nochmal in ein E-Stilspringen. Das E steht in diesem Fall für Einsteiger. Aber auch Erwachsene findet man hier. Reiten muss man nicht unbedingt in jungen Jahren lernen. Dennoch sind hier meist die ganz jungen Reiter zu finden. Victoria fällt dann mit ihren 1,80 Meter dann schon ein bisschen auf, obwohl sie selbst auch erst 13 Jahre alt ist. Wie von Richter Ralf Bode beschrieben, ist hier jetzt auch die Parcoursbesichtigung mit Pferd erlaubt. Bei der Parcoursbesichtigung muss der Reiter sich die Reihenfolge der Hindernisse einprägen. Hält er diese nicht ein, scheidet er aus. Da auch Pferde sich manchmal nicht an unbekannte Hindernisse rantrauen, haben die Reiter hier die Möglichkeit, auch ihren Vierbeinern alles schon mal einmal zu zeigen, damit es dann nachher in der Prüfung für beide besser läuft. Ob dies erlaubt wird, hängt immer von dem jeweiligen Veranstalter ab. So, Chapeaus First Sun sehen wir mit Victoria Telgen, startet für den Reiterverein Menzlagen. Thank you.
Victoria, mit Chapeaus First Sun zeigt uns von Anfang an hier ein gutes Tempo, gut eingeteilter Ritt, immer im richtigen Handgalopp, im richtigen Rhythmus, kommt auch passend zu den Sprüngen hin und ist zudem vom Springsitz her auch deutlich auf dem richtigen Wege. Heute 8,5. Und auch die Tochter von Richter Ralf Budde reitet heute selbst auf diesem Turnier. Die Prüfung richtet er selbstverständlich nicht. Aber daran sieht man wieder, Richter mit Leib und Seele, ja. Papa mit Leib und Seele. Da hinten ist die Leinwand, das da ist so. Gerade die Tochter geritten. Genau, das ist so. Das sind dann halt so Sachen. Ja. Was ich jetzt aber rausgehört habe, das wusste ich nicht, dass eine Springpferdeprüfung anders aufgebaut wird wie eine andere Prüfung. Ja. Es ist so ein Parcourschef hat ja auch, die wenigsten wissen das, aber ein guter Parcourschef hat ja eine tragende Rolle, gerade für die Basis- und Aufbauprüfungen. Ne? Was will ich denn? Ich will ja in einer Springpferdeprüfung, dass das Pferd erstmal in den Parcours reinkommt. Das kann ich realisieren durch von 1 nach 2, vielleicht eine lange, leicht gebogene Linie. Das ist immer angenehm, wenn es mal mit der Distanz nicht passt, kann ich so ein bisschen durch die Linie bestimmen. Das ist immer angenehm, dass die Pferde erstmal in Gang kommen und im Springen sind, so wie wir sagen. In Gang ist natürlich jetzt wieder so ein Wort, was man eigentlich gar nicht nehmen sollte, sondern wir müssten einfach sagen, wichtig ist für uns, dass es von 1 nach 2 das Pferd in der Rhythmusfindung erfolgreich ist. So, und dann sehen wir weiter, wie es denn geht im Verlauf des Parcours. Ne? Und dann sollte man vielleicht auch darauf achten, ich sage einfach mal als Parcourschef, da könnte sicherlich so ein Werner Tapkin als internationaler Aufbauer viel, viel mehr Informationen geben. Das ist natürlich auch so Basic-Wissen mit ein bisschen Erfahrung jetzt von mir. Aber dass zum Beispiel so eine Kombination nicht 3a und 3b ist, sondern wie gesagt, erstmal rein in den Parcours, wenn die Pferde sich sicher fühlen. Ach so, wir haben dass alle junge nach Pferde, kommt. Dass so eine Aufgabe, was weiß ich, irgendwo bei 6a, 6b kommt, bei 8 Sprüngen oder wie auch immer. Ne? Und am Ende dann auch mal eine letzte Aufgabe kommt auf der letzten Linie oder so. Ne? Und das sind so Sachen, das unterscheidet dann wieder den Parcoursbauer von dem Parcoursbauer und das unterscheidet auch den Richter von dem Richter. Okay. Ne? So, und wenn so ein Pferd, was weiß ich, wenn ein Pferd einen tollen Job macht, aber der springt einfach noch nicht so sicher einen Wechsel, ja, dann müssen wir einfach gucken, was reitet der denn für eine Linie? Ne? So, wenn er leicht auf einer gebogenen Linie ist und das Pferd fühlt sich im Außengalopp wesentlich wohler, dann soll er es tun. Am Ende muss dieser Sprung dann kommen. Ne? Wenn ich natürlich so einen Stilspring habe und ein Wechsel ist, ich muss eine 180-Grad-Wendung reiten oder eine 90-Grad-Wendung, dann muss einfach ein Wechsel her. Ja. Ne? Ja. Das ist einfach so, das ist ein Bewertungskriterium. Und so muss man das halt unterscheiden. Und so sind ganz viele Facetten, die uns dann, sag ich mal, den einen oder anderen Ausschlag geben, dann auch den einen oder anderen besser zu bewerten. Natürlich ist es natürlich in den Springpferdeprüfungen auch, man hat, ich will nicht sagen, immer ein verschobenes Ergebnis, aber wir haben es mit Profis zu tun, ne? Die wissen, was sie tun, ne? Und die können ein Pferd in Szene setzen, die können ein Pferd zelebrieren am Ende, ne? Und da gibt es ganz, ganz, ganz gute Reiter, auch in Weser-Ems, die das wirklich in Perfektion hinkriegen, ne? So, und am Ende ist das auch das, wovon diese Leute profitieren, was den Guten von dem nicht so Guten unterscheidet. Mhm. Am Ende, sage ich mal, alle jungen Pferde versuchen wir irgendwo in Warndorf an den Start zu bringen. Das ist so das Ziel vieler Reiter, obwohl diese ganze Geschichte Warndorf natürlich auch so ein bisschen an Attraktivität verloren hat in den letzten Jahren. Aber wir wollen unsere Pferde qualifizieren auf Qualifikation zum Bundeschampionat. Das ist immer auch für den einen oder anderen auch noch Verkaufsgrund. Das Pferd ist zum Bundeschampionat qualifiziert. Ne? Ja, und wir sehen auch anhand der Noten, wenn man sich mal die Mühe machen würde und würde mal eine Ergebnisliste von, 2005 nehmen und man legt heute eine von 2023 daneben, dann sehen wir einfach auch, wo die Entwicklung unseres Sportpferdes hingeht. Wir züchten immer bessere Pferde, es gibt immer bessere Wertnoten. Früher haben wir mit einer 7, 8 viele Prüfungen gewonnen. Jetzt heute ist man mit einer 8,2 nicht mehr platziert. Ja. Aber da können wir gar nichts dran ändern, weil am Ende muss ich mich als Richter da hinsetzen und muss sagen, okay, wie war diese Leistung? Ja. Und wenn ich sage, das war eine gute Leistung, muss ich da eine 8 vorschreiben. Ja. Ja, ja. So, und wenn ich sage, man kann das nicht viel besser machen, das war schon sehr gut,
Ja, dann musst du dann eine 9 hin. Dafür haben wir diese Notenskala. Ja. Und wir sollten die auch ausreizen. Wenn du jetzt jemanden animieren wolltest, auch Richter zu werden, ja, was würdest du denen sagen? Was macht das aus? Ist das eine doofe Frage? Findest du dafür Worte? Ansonsten zieh ich sie zurück. Nein, ich finde, das ist schon eine berechtigte Frage. Und das ist auch eine Frage, die man sich auch immer wieder stellen muss. Ne? Warum? Warum tue ich das? Was ist der ausschlaggebende Grund, dass ich mich dazu aufraffen kann, dass ich vielleicht oder ein oder andere Kollege muss dafür Urlaubstage opfern, wenn er, sag ich mal, mittwochs anfängt zu richten. Der eine oder andere kann es vielleicht ein bisschen anders komprimieren. So, ich auch, ich lebe in der Selbstständigkeit. Wenn ich dann mal eben einen Tag hier richte, dann richte ich eben, dann muss ich einen anderen Tag mehr arbeiten. Ja. Aber das ist, kann nun mal nicht jeder. Für mich war es der ausschlaggebende Grund. Ich habe selber geritten. Dann hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Knie, was ich heute noch habe. Ich kann nicht mehr so viel reiten. Ich möchte diesem Sport aber verbunden bleiben, weil dieser Sport mir auch schon viel gegeben hat. Ich war jetzt nicht der allergrößte Reiter, aber ich habe immer mal wieder einen sportlichen Erfolg gehabt, dieses Feeling habe ich möchte ich nicht gerne aufgeben und einfach dieser Pferdesport, ja, das fasziniert mich einfach. Jetzt habe ich natürlich das Glück oder haben wir das Glück, meine Frau und ich, dass unsere Tochter natürlich vom ersten Tag ab an diese Pferde gemocht hat. Wir haben immer Pferde selber gehabt. Und am Ende ist es halt so, ich finde, es ist eine sehr gute Möglichkeit, auch im Alter oder auch wenn man selbst aktiv am Turniergeschehen nicht mehr teilnimmt, trotzdem diesem Sport noch weiter zur Verfügung zu stehen, vielleicht mit Rat und Tat. Ja. Oder eben aber auch seine eigene Leidenschaft so ein bisschen zu stellen. Also das finde ich im Richterdasein, das war für mich der ausschlaggebende Grund, weil ich gesagt habe, okay, irgendwann kommt der Tag, da kannst du gar nicht mehr aufs Pferd, weil eben die Knochen nicht mehr mitmachen. Was dann? Aber dann ist das ja wirklich Herzblut und Leidenschaft. Ja, das ist es. Und was mich unwahrscheinlich animiert hat damals, ich war nicht immer mit allen Entscheidungen zufrieden, mit denen ich nach Hause fahren musste. Ja. Aber es ist ja wie so oft im Leben, ich kann immer nur irgendwas kritisieren, wenn ich dann versuche, irgendwas besser zu tun. Ja. Ich zum Beispiel musste M-Platzierung vorweisen, sonst wäre ich gar nicht zur Richterprüfung zugelassen worden. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, über die Trainer-C-Schiene in den Richtersport einzusteigen. Kann man von halten, was man will, will ich auch gar nicht kommentieren, lasse ich einfach mal so stehen. Und es ist, wie gesagt, genauso wie bei den Trainern auch. Dieses Basic-Wissen und über 1,30 Meter reiten, dass man das mal gemacht hat, ist unumgänglich, meiner Meinung nach. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass ein guter Richter nicht unbedingt der allerstärkste Reiter sein musste. Ja, und genauso sehe ich das bei einem Unterricht, bei einem Trainer auch. Ja. Nicht der größte Reiter ist auch der beste Trainer. Nee. Weil zum Trainer-Dasein gehört ja auch ein bisschen mehr dazu, als nur gut reiten. Ich muss es auch vermitteln können. Ja. Am Ende ist es immer wichtig, dass der Empfänger weiß, was ich will. Und das ist, denke ich, viel wichtiger. Ne? Was auch ganz wichtig ist, was ich selber in den letzten Jahren so ein bisschen erfahren habe, wir müssen einfach daran arbeiten, auch unter uns Richtern, auch unter uns Reitern. Am Ende wollen wir alles das Gleiche. Wir wollen eine ordentliche Veranstaltung mit wenig Stress, mit tollen Verhältnissen, mit guten Runden und ein gutes Gefühl, wenn wir nach Hause fahren, dass wir ordentlich Sport gemacht haben. Und das geht nicht, wenn wir gegeneinander arbeiten, sondern nur, wenn wir miteinander arbeiten. Und das ist das Allerwichtigste, finde ich. Ja. Ja, richtig, richtig gut. Also ich bin mehr als zufrieden. Eigentlich, ich kann es noch gar nicht glauben. Mit Firsty gestern den 10. Platz von 68 Startern im A-Stilspringen und heute im A2-Sterne-Zeit mit beiden Pferden. Einmal den 9. und einmal den 12. mit Happy und Firsty und gerade eben mit Firsty einen 2. Platz. Und ich habe endlich mal was richtig, richtig Cooles gewonnen. Und zwar eine Schabracke. Also ja, ich kann natürlich immer Schabracken gebrauchen. Und deswegen also richtig, richtig gut. Und ich denke, jetzt habe ich so mit Firsty meinen Rhythmus gefunden am Draußenplatz. Ich werde das jetzt nochmal trainieren weiter. Und heute bei der 2. Prüfung war der sogar richtig schön locker, schon von Anfang an. Und ja, wenn wir das so weitermachen, ich glaube, dann wird das richtig, richtig gut.
Für die Richter Ralf Budde und Heiko Kuhlmann sowie ihre Kollegen geht es jetzt noch in die Parcoursbesichtigung für das finale S-Springen an diesem Tag. Hier sehen die Hindernisse dann doch einen kleinen Tick höher aus als in Victorias Prüfung. Vielleicht sehen wir sie aber ja in ein paar Jahren hier wieder. So pure and true. And I've seen you in the sun. Wir hatten ein total aufregendes Wochenende. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mit ganz vielen Eindrücken von kleinen Niederlagen bis zum absoluten Höhenflug. Gestern hatten wir eine ganz aufgelöste Vicky wirklich, aber vor Freude, weil sie hat ein riesen Aha-Erlebnis auf den Turnieren Kleinrochaden gehabt. Sie ist A2-Sterne-Springen gegangen. So schön mit beiden Pferden. Auch das A-Stil war super toll. Aber dieses A2-Sterne, das war sehr, sehr anspruchsvoll aufgebaut, finde ich. Und das hat sie super gemeistert. Ihr Trainer, ihr derzeitiger Trainer, Herr Stratemeier, hat den Platz betreten und man hat gesehen, dass Vicky noch mal 3 Köpfe größer geworden ist und jetzt wirklich zeigen wollte, was sie kann und was sie gelernt hat. Und das war mega. Das ist aber gar nicht alles, wo ich mir wirklich gesagt habe, das war ein ganz erfolgreiches und auch ja, ein Wochenende, wo man ab und zu mal so ein bisschen zum Nachdenken aufgefordert wird, weil ich habe mir gedacht, ich versuche einen Richter vor die Kamera zu kriegen. Und das ist gar nicht so einfach in der heutigen Zeit, weil natürlich in den Medien sehr viel ausgeschlachtet wird, sehr viel hochgepusht wird, gerade was Turniersport angeht. Das kriegen wir hier ja nun wirklich ausreichend mit. Wir können so viele gute Dinge für Pferde machen. Sobald man irgendwie sagt, wir sind auch Sportreiter, kippt ganz viel. Und ich finde das total traurig, weil ich finde, man kann beides miteinander verbinden. Für mich ist Turniersportreiten letztendlich eine Abfrage, was ich im Training zum Beispiel vielleicht noch beachten muss oder wo ich auf dem richtigen Weg bin. Es ist für mich nicht in dem Sinne Wettkampf, ich reize mein Pferd aus, ich mache es kaputt, sondern für mich ist es einfach, Mensch, kann ich das, was ich zu Hause im Training erreiche, kann ich das auch unter einer Extrembelastung wie fremde Pferde, fremder Platz, vielleicht nach einer Anhängerfahrt, kann ich das noch abrufen, weil das bedeutet Vertrauen, das bedeutet Losgelassenheit und das bedeutet das, was eigentlich jeder möchte. Und das ist für mich zum Beispiel Turnierreiten. Und ich habe gestern 2 Richter wirklich bewegen können, mutig zu sein und vor die Kamera zu gehen. Und das war auch für mich ein Riesenerlebnis, weil man viele verschiedene Charaktere kennenlernt. Der eine, der wirklich vor der Kamera so ein bisschen in sich hält und überlegt, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Aber im Herzen hat er eigentlich das Richtige, weil das hört man denn nämlich, wenn die Kamera nicht mehr dabei ist und man einfach fröhlich drauf losplappert. Und der andere wiederum, der hat überhaupt gar keine Probleme. Und das fand ich unheimlich beeindruckend. Der Herr Budde zum Beispiel, der hat wirklich den Mut gehabt, auch mal seine eigene Meinung kundzutun und zu sagen, ey, der Turniersport, der kann auch vielleicht mal wieder in eine andere Richtung gehen. In eine Richtung, die wieder viel mehr Leute anspricht und dass man wegkommt von diesem ganzen Klischee-Denken. Weil ich glaube, es gibt ganz egal in was für einer Sparte, ganz egal in was für einer Sportszene, ob das Hunde ist, ob das Vögel sind, ob es Pferde sind, es gibt immer Menschen und immer Personen, die das Ganze negativ beeinflussen und die, sage ich mal, für Negativschlagzeilen sorgen. Es gibt aber ganz bestimmt viel, viel mehr, die ihre Tiere gut behandeln und die es halt einfach machen aus Spaß an der Freude. Und das sieht man ganz deutlich. Und das fand ich gestern sehr, sehr schön. Herr Budde hat sehr viele Sachen gesagt, wo ich mir gedacht habe, oh Mensch, muss ich vielleicht auch mal drüber nachdenken. Zum Beispiel so Menschen, die ihre Töchter oder ihre Söhne oder ihre Kinder vielmehr in einer Prüfung haben und sagen, oh, meine Tochter ist doch aber viel besser geritten. Was bist du denn für ein Richter? Okay, habe ich mich auch bei erwischt. Ich fand nämlich das A-Stilspringen für Vicky absolut schlecht bewertet, muss ich sagen. Ich hätte sie viel höher bewertet.
Aber das ist nun mal so. Auch das gehört dazu, dass man halt einfach mal horcht und sagt, okay, komm, wir gucken mal, wir reflektieren mal. Meistens ist es eine Nacht drüber schlafen, sich das Video nochmal angucken und sagen, ganz so unrecht hatte der nette Richter gar nicht oder die Richterin. Und das gehört, glaube ich, auch dazu. Und für mich sind das dann immer so die Momente, wo ich wirklich mal in mich gehe und wo ich mir die Frage stelle, warum ist das denn eigentlich so? Es sitzen wirklich Menschen da, die verbringen ihre Freizeit damit, dass wir zu einer Veranstaltung gehen können. Es ist ja ganz gleich, ob das jetzt der Turniersport ist, der Reitsport, ob es der Hundesport ist, ob es irgendein Festival ist. Es gibt viele Menschen, die sich bereit erklären, für eine Aufwandsentschädigung zum Beispiel, wirklich uns das zu ermöglichen. Gäbe es diese Menschen nicht, dann gäbe es auch diese Veranstaltung nicht. Und wir könnten sowas zum Beispiel gar nicht machen. Und das finde ich immer ganz, ganz krass, wenn sich denn auch jetzt zum Beispiel Richter oder ein Parcourschef oder die Sanitäter oder irgendjemand anders, der wirklich seine Freizeit dafür opfert, sich zum Beispiel Beschimpfung oder sowas anhören müssen. Und ich glaube, dass das immer, ja, dieses Kritisieren, das erleben wir ja jetzt gerade ganz, ganz viel, sei es bei den Pferdeprofis, sei es auch zu Anfang bei unseren Videos. Es gibt immer ganz viele Menschen, die sehr schnell kritisieren, die alles in Frage stellen, die ein Schema quasi haben. Und jeder, der in dieses Schema nicht reinpasst, der ist schlecht oder der ist ein Tierquäler oder. Und ich stelle mir dann immer die Frage, warum kann man denn immer kritisieren und nichts besser machen? Also jeder, der kritisiert, könnte ja eigentlich selber etwas verfilmen und zeigen, wie es besser geht. Oder sich selber auf eine Veranstaltung stellen und den Job einfach besser machen als derjenige, der gerade da kritisiert wird und auseinandergenommen wird. Und das sind so Sachen, da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, warum gibt es solche Menschen? Für mich ist es einfach immer, wenn ich in der Erziehung zum Beispiel einen würdevollen Umgang kennengelernt habe oder wenn viel Wert darauf gelegt wird, dass man ein Lebewesen mit Respekt behandelt, egal ob es ein Mensch ist, ein Hund, ein Pferd, irgendwas, ich glaube, dann würde es sowas gar nicht so viel geben. Oder ich glaube auch, dass es daran liegt, dass zum Beispiel mit welchen Trainern oder mit welchen Umgang wir als junge Menschen in Verbindung kommen, welche Vorbilder wir haben. Und das ist, glaube ich, das, was in vielen Sparten vom Reitsport oder auch bei anderen Wettkampfsportarten so ein bisschen den Weg prägt. Würden wir alle lernen, mit Respekt an etwas ranzugehen, mit ein bisschen Demut an was ranzugehen. Ich glaube, dann wäre alles ein bisschen einfacher und dann würde es diese Dinge gar nicht geben. Und so, glaube ich, kann nur jeder dafür sorgen, es besser zu machen, weil dann haben wir irgendwann nur noch schöne Bilder. Und das ist das, was ich von den letzten 2 Tagen in Kleinrochaden wirklich mitgenommen habe. Vom Abreiteplatz, vom Parcourspringen, von der ganzen Veranstaltung, von den Menschen, die wir da getroffen haben. Und das finde ich richtig, richtig schön, weil jetzt kann ich eigentlich gut in die Woche starten. Und wir warten jetzt quasi auf unser erstes Gastpferd für heute. Und das kommt hoffentlich gleich. Und da bin ich wieder ganz gespannt drauf, weil letztendlich wollen wir natürlich mit unseren Gastpferden, mit unseren Filmen viele Menschen, viele Pferdebesitzer erreichen, weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht kritisieren. Ich möchte zeigen, dass es vielleicht anders geht. Ich möchte zeigen, guck mal, so würde ich es machen und vielleicht hat es Erfolg und vielleicht probierst du das auch aus. Und das ist etwas, wo ich mir sage, so kann man vielleicht ein Stück weit die Pferdewelt verändern für die, die es machen möchten. Und die anderen wählen vielleicht einen anderen Weg. Aber das muss ja nicht meiner sein. Und es muss auch nicht mein Weg immer der richtige sein. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich probiere jetzt aber meinen Weg beim nächsten Gastpferd aus und gucke, ob es funktioniert. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do.